Ja, und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Train Sim World 2. Wunderschönen guten Tag, schön, dass du heute mit dabei bist. Ja, wir befinden uns heute auf der Strecke Dresden-Riesa und befinden uns gerade im Dresdner Hauptbahnhof, der ja sehr voll ist. Also man muss wirklich sagen, es ist hier sehr viel los, echt unglaublich. Ja, wir fahren heute mit einem Talent 2 und ja, haben damit quasi Dienstbeginn, allerdings vom Betriebswerk aus, denn das Fahrzeug steht noch im Betriebswerk, steht dort abgestellt. Das heißt, wir müssen das Ding noch aufrüsten und zum Dresden Hauptbahnhof bringen. Und das Wunderschöne dabei ist, hier ist Dresden. Und ja, hier ist unser Fahrzeug. Ja. Und das Wunderschöne dabei ist, in Train Sim World 2 ist es ganz wichtig, dass man anscheinend auch im Spiel in Bewegung bleibt und nicht einfach nur 2 Meter laufen tut, ne? Deswegen hat man den, ja, deswegen hat man das Betriebsgelände nicht als Spawnpunkt genommen. Finde ich ganz toll, ganz schön. Ja, ich meine, so kann man die Welt auch erkunden. Ja, ich meine, wer kennt's nicht? Wir arbeiten bei der Deutschen Bahn und müssen erstmal hier eine Weile ja, am Gleis rumlaufen, um zu unserem Zug zu gelangen und nebenbei ein paar Spraydosen einzusammeln durch die Schmierfinken. Ne? Wunderschön. Wunderschön. Wir haben natürlich auch eine Taschenlampe dabei, ja. Vielleicht passieren auch komische Dinge heute, man weiß es nicht, auf unserem Weg zum Betriebsgelände. Ja. Ich muss nur kurz gucken, ob wir richtig sind. Ja, wir sind richtig. Ja. Wunderschön. Ja. Wunderschön. Ja. Ja. Guckt euch die Stadt an. Dresden. Der tiefste Osten. Im tiefsten Osten Sachsens. Ja. Aber, damit das Video jetzt schon mal nicht langweilig wird, werden wir uns gleich wiedersehen. Wenn ich am Betriebsgelände angekommen bin, bei unserem wunderschönen Talent 2. Also, bis gleich. So, meine Güte. Früher Morgen gleich so Marathonlauf. Sympathisch, sympathisch. Nee, und damit nochmal ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Train Sim World 2. Heute auf der Strecke Dresden-Riesa. Denn der liebe Justus hat vor einiger Zeit eine neue Soundmod veröffentlicht für die Baureihe 442, auch bekannt als Talent 2 oder auch bekannt als Hamsterbacke. Und dort haben sich sehr viele Änderungen gemacht in Sachen Sounds, was ich richtig cool finde. Und ich glaube, es soll später auch noch irgendwie so ein Klima-Update kommen. Müssen wir mal gucken. Habe ich nämlich auch schon ein Video gesehen. Sah richtig geil aus. Also Link zu seinem Kanal in der Videobeschreibung, schaut gern vorbei, lasst ein Abo da, dort verpasst ihr dann nichts. Also das sind wirklich richtig geile Sounds, wie ich finde. Ja, was ist neu bei dem Soundmod? Und zwar Türen, Führerstand, Sound, Zwischentür, Führerstand, Fahrgastraum, Kompressor, Start, Ende, Hauptschalter innen, Hauptschalter außen, einige Knopfsounds, Notbremse, Fahrhebel, Notaus, Knopf, Führerstand,
Außensounds sind neu, Innensounds, Stromabnehmer, Scheibenwischer, Rollsounds, nicht der Stromrichter, Kurvensounds, Zusatzbremse, Scharfenbergkupplung und einiges mehr. Zu der Scharfenbergkupplung muss ich ehrlich gestehen, das kann ich euch heute leider nicht so zeigen, weil ich habe mal versucht, das Ding hier abzukuppeln, das wollte überhaupt nicht funktionieren. Vielleicht schaffen wir es heute, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, ja, ne? Gut, wir probieren es einfach. Auf jeden Fall ein wunderschönes Sound-Update von Justus und dem Autor Marco. Grüße gehen raus an die beiden. Und was benötigt ihr? Natürlich Dresden Risa, denn ohne Dresden Risa funktioniert nicht, da der Talent 2, also für diese Soundmod an dem Talent 2 für Dresden Risa angedacht ist. So, gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein und hören uns die neuen Sounds an. Sehr schön. Übrigens, das sind wirklich alles originale Sounds, die wurden auch wirklich vom originalen Talent 2 aufgenommen. Auch noch ein wichtiger Hinweis. Ja, und ich finde es super. So, Laden hier hoch machen. So, dann wollen wir erstmal aufrüsten hier. Erstmal die Batterie an. So, das haben wir schon mal. So, dann brauchen wir noch die Batterie. Dann brauchen wir noch die Zipper. Und, das war es eigentlich schon, weil LZB gibt es ja hier nicht, ne? Bei dem Fahrzeug. Jo, ich möchte übernehmen. So, das Ding ist noch abgerüstet. So sollte es auch sein. Dann heben wir erstmal hier den Stromabnehmer. Ach ne, erstmal auf Fahren. Hört sich komisch an. Stromabnehmer hoch. Sehr schön. Jetzt muss man kurz gucken. Genau, mit Shift und genau. Das Ganze mal von draußen anhören. Wenn wir den Stromabnehmer heben. Ah, schön. So, dann als nächstes den Hauptschalter rein. Ah, herrlich. Das klingt schon geil. Jetzt habe ich schon so nur ein kleines Problem. Ich weiß nicht, wie der Hauptschalter von außen ausgeht. Das ist toll. Oh Mann, ey. Hauptschalter. Was? Steuerung W? Ja, du willst mich doch verarschen. Nee, das ist ja Dings. Katastrophe. Weil normalerweise ist ja Hauptschalter von Train Simulator Z. Aber, das mag er hier nicht. Das siebte Anzeiger. Trennschalter offen. Steuerung Shift P. Steuerung P. Wir probieren das mal. Jo. Machen wir mal aus. Und hören uns das von außen mal an. Mit dem mal was hören könnt. Herrlich. So. Gut. Dann haben wir noch einige Änderungen in Sachen Knopfsounds, ne? Also richtig Baba, ne? Also das gefällt mir. So. Gut. Dann haben wir soweit aufgerüstet. Wir fahren übrigens zum Dresdner Hauptbahnhof, machen dort Kopf, nehmen die Fahrgäste mit und dann fahren wir bis nach Coswig. In Coswig übernimmt dann der Kollege. Dann haben wir noch neue Sounds in Sachen Scheibenwischer.
wenn der Herr die Scheibenwischer mal wieder auskriegt, ne? Ach Gott, oh Gott. Ne, die sind doch schon aus. Okay. So. Ja, halt, wie gesagt. Neue Tür-Sounds. Also, man hört's. Ja, also, ich persönlich find's wieder eine richtig geile Mod. Und das macht den die Hamsterbacke persönlich richtig geil. In Train Sim World 2. Ne, also, das muss man mal wirklich sagen. Also, das ist wirklich halt... Das ist wirklich... Das ist wirklich Hammer, ne? So, dann haben wir natürlich auch für die Notbremse einen Sound. Ich erkenne es wieder, ne? Ist ja logisch, wurde auch von der Hamsterbacke aufgenommen. Also, mir gefallen die Sounds. Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr so, wie ihr das so findet. Aber ich persönlich finde es einfach geil. So, dann versuchen wir mal irgendwie das Ding mal abzukuppeln. Ich weiß, es wird mir nicht gelingen. Das ist nämlich jetzt schon geil, dass ich das weiß, ne? So. Normalerweise denke ich mir mal, ist es doch so, dass man doch einfach nur... nach da dreht, oder? Oder nicht? Ja, eben nicht. Er hat nämlich nicht abgekuppelt. Vielleicht bin ich einfach auch zu doof für. Das kann ja auch sein, ne? Also. Dass ich einfach zu blöd bin, um nach dem Sabak abzukuppeln, ne? Das ist ja. Das wäre ja nur Schneues hier bei mir. Aber irgendwie. Komme ich das Ding nicht auf die Reihe, vernünftig abzukuppeln? Oder haben wir das jetzt schon abgekuppelt? Doch, es leuchtet. Es ist abgekuppelt. Es ist abgekuppelt. Also, das Licht leuchtet, das heißt normalerweise, dass er jetzt mit dem anderen Zug da nicht mehr verbunden ist. Jetzt ist natürlich die Frage, theoretisch, wenn wir jetzt losrollen, dürfte ja eigentlich der hintere Teil nicht mehr dran sein. Theoretisch. Theoretisch, ne? Wie es in der Praxis aussieht, ist fraglich. Ja, in der Praxis sieht es mal wieder ganz schlecht aus, ne? Gut, dann versuchen wir nochmal unser Glück von vorne, irgendwie das Ding in Bewegung zu setzen. Na, Kollege, du übernimmst ja... Das hasse ich in Train Sim World, ne? Dass diese hässliche Drecks-KI meint, sie müsse jetzt meinen Zug übernehmen und mir alles hier verstellen. Nee. Hörst du auf damit? Das ist ganz schlimm. Ne? Also das ist das Einzige, was mich persönlich ankotzt, ne? Bei... Train Sim World 2, dass die KI sofort alles übernimmt. Ja, also. Das ist eine Katastrophe, ist das. So, jetzt müssen wir nochmal versuchen. Zack. So. Hat er jetzt nochmal abgekuppelt? Nö. Ja, also, wie gesagt, also irgendwie. Bin ich zu blöd dafür. Ja. Tut mir natürlich jetzt leid, dass ich euch das jetzt hier nicht demonstrieren kann, aber wie gesagt, also das kriege ich hier irgendwie nicht geschissen, also. Naja.
Ich bin dafür, dass es ein Trends wird, einen Expertenmodus gibt. Wo einfach gar nichts eingemischt wird, ne? Wo du einfach selber entscheiden kannst, ah, ich mache jetzt mal die Türen auf und schließe die Türen. Die KI übernimmt nicht, ne? Einfach weg von der KI, ne? Das wäre so mein Ding. Ja. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir es aufgerüstet. Leider nicht entkuppelt. Ich weiß nicht, ob man das auch von draußen machen könnte. Aber es sieht schlecht aus. Ich würde es euch gerne zeigen, aber... Hey, es tut mir leid. Ja. Wir haben übrigens auch Ansagen im Zug. Auch eine ganz geile Sache. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel, da muss ich euch mal die Maus einblenden. Einfach vorbereitet ist Steven heute mal wieder. So, wenn ich jetzt zum Beispiel hier drückst. Dresden Hauptbahnhof. Finde ich geil. Gut, 3G-Regel ist ja jetzt nicht mehr, aber egal. Dann haben wir noch hier bestimmt noch was, glaube ich. Nee. Okay, das war nur die eine Ansage. Okay. Aber es ist cool gemacht, ne? Also, das ist richtig cool gemacht. Müsste erstmal hoch auf die Idee kommen, ne? So, Instrumentbeleuchtung machen wir noch an. So. Ich wollte eigentlich das Licht auslassen. Danke, liebe KI. Zerstörst mir mein Video. Nee. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir mal los und ich halte jetzt mal meine Klappe, denn ihr sollt ja auch den Sound genießen, ne? Und nicht mein blödes Geschwafel. Und deswegen würde ich sagen, hören wir uns wieder in Dresden Hauptbahnhof. Und ich werde dann mal kurz von außen und von innen das Ganze mal abspielen lassen. Also genießt den Sound. Ach ja, wir haben übrigens auch hier mit der Federspeicherbremse. Sehr schön, ne? Gut. Dann würde ich sagen, fahren wir ab und wir hören uns gleich wieder.
Ja, irgendwie haben wir gerade Fahrzeugstörung. Also irgendwie will er gerade nicht beschleunigen. Ich kann ja mal versuchen, ob er da beschleunigen würde. Nö. Sag mal, haben wir... Kann das vielleicht hinten dran liegen? Wartet mal, wir müssen mal in den anderen Führerstand. Meine Güte. Jetzt kommen wir auch noch zu spät in Dresden an, weil wir irgendeine Fahrzeugstörung haben. Oder ich war einfach zu blöd zum Abrüsten. So, wenn das ein bisschen ruckelhaft hier rüberkommt, wenn ich jetzt hier laufe, dann tut es mir leid. Das liegt leider an OBS. OBS mag Unreal Engine nicht. Es ist immer eine Last. Ich habe doch den Führerstand doch eigentlich deaktiviert. Der sollte gar nicht in Betrieb sein. So. Nicht, dass ich hinten noch was aufrüsten muss. Im anderen Fahrzeugabteil. Ja, du, das wäre jetzt aber... Ich habe das Gefühl, dass das hintere Fahrzeug nach einer Aufrüstung schreit. Ich habe so den Eindruck. Auch neue Türsounds, ne? Also klingt richtig Porno, muss man wirklich sagen. Also jetzt schaltet der Herr Twin Omsi die wie schon am Aufrüsten, oder was? Ich glaub's ja wohl nicht. So. Eigentlich ist alles aufgerüstet, ne? Ja. Das ist ja... Aber irgendwie will er die Bremse gerade nicht lösen. Warum auch immer. Es hapert jetzt an einer Bremse. Kann ja nicht sein. Wir haben vorhin die Notbremse ausgelöst, ja, aber die dürfte doch eigentlich komplett gelöst sein. Oder haben wir hier irgendwas? Nee. Dieses Zischen, ne? Auch richtig cool umgesetzt. Ich mag es. Also er weigert sich tatsächlich, die Bremse zu lösen. Das ist ja mal... Das ist ja... Sensationell. Das muss man wirklich sagen, ne? Also. Warum auch immer. Ah. Ich rufe mal den Kollegen an. Vielleicht kann er mir ja mal helfen. Und dann hören wir uns gleich wieder, ne? Also, nicht wundern. Unglaublich. Ich scheitere an einer Talent, an einem Talent 2. Das kannst du doch keinen erzählen, ey. Das kannst du keinen erzählen. Ich rufe ihn mal an, bis gleich. So, Hallöchen. Ja, ich habe mit dem Kollegen gesprochen. Ja, ich sollte nochmal komplett das Fahrzeug abrüsten. Komplett. Und jetzt nochmal aufrüsten. Und da meint er, ja, dann funktioniert's. Ja. Hat er gesagt.
Ja, dann machen wir das, wie gesagt, und es funktioniert. Allerdings haben wir jetzt wieder ein Sperrsignal, denn wir mussten auch dem FDL Bescheid sagen und dadurch ist es halt gerade nicht möglich, dass wir fahren dürfen, ne? Was mir aber auffällt, ist die Uhrzeit. Ich weiß nicht, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es an der Soundmod liegt. Kann ich mir null vorstellen, aber also ich weiß nicht warum, aber hier steht einmal 5 Uhr hängen geblieben und hier steht einmal 4 Uhr hängen geblieben. Also ich weiß nicht. Also vom Soundmod kann es ja nicht sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass DTG mal wieder richtig scheiße gebaut hat. Ich weiß nicht warum, aber DTG hat das Talent, ja, alles kaputt zu machen. Ja, also ich weiß nicht warum. Das ist mir immer wieder ein Rätsel, ne? Vielleicht einen kleinen Teaser, damit es später mal ein Hamsterbacken-DLC gibt, was ordentlich funktioniert. Ich weiß es nicht. Katastrophe. So, ja. 26 Minuten des Videos sind schon rum. Ich hoffe, ihr konntet. Ihr habt ja schon einige Sounds gehört. Es tut mir einfach so leid, dass es halt wirklich mega so lange dauert. Es. Also, ich habe keine Ahnung, woran das jetzt gescheitert ist. Also, das ist mir auch noch nie passiert. So, wann sollen wir von Dresden Hauptbahnhof oder abfahren? Kann mir nicht vorstellen, dass 5:05 Abfahrt ist. Ja, dann kommt erstmal quasi die neue Aufgabe, ne? Man kennt's. Man kennt's. Warten. Ich will nicht warten. Ich finde es schade, dass man das Fenster nicht, animiert hat, dass man es nicht aufmachen kann. Finde ich ein bisschen schade. Aber gut. So, jetzt halte ich aber meine Klappe und ihr genießt jetzt den Sound, Leute, ja? Also, genießen. Wir hören uns in Dresden wieder.
Keine weiteren Fragen, okay. Ich habe gedacht, das ergibt ein Geräusch von außen, ne? Deswegen, also. Gut, ich wollte eigentlich jetzt nicht so anknutschen, aber das sah geil aus mit der Animation, dass es so zurückging, ne? Das sah nicht schlecht aus, ne? Das sah nicht schlecht aus. Gut, in Transomworld kannst du ja sowas machen, ne? Ich meine. Ist halt Transomworld. So, wann hätten wir denn hier Abfahrtanzeige dafür? Zeig mal hier. Zeig mal meinen Zug an. 5.15 Uhr, ja. Auch sehr realistisch, dass man natürlich wieder die Türen schließen muss. Ja, wie gesagt, es ist halt. Fortfahren. Zurück. Das ist halt das Blöde, was ich manchmal immer nicht so mag bei Transomworld, dass du die Türen schließen musst und du darfst sie erst ab 5.14 Uhr wieder öffnen. Und ab 5.14 Uhr, sobald der Auftrag kommt, du darfst die Türen öffnen oder dieser Zug fährt laut Plan um 5.14 Uhr, heißt er erstmal die Türen öffnen und erst ab dort steigen die Fahrgäste erst ein. Das heißt, vorher steigen sie nicht ein. Finde ich auch ein bisschen schade. Naja. Anscheinend nicht umsetzbar. Kann man nicht ändern. So. Nochmal vom Hauptschalter-Sound hören, ne? Es klingt geil. Ja, oder wie Maverick immer sagt, es klingt beil. Richtig beil ist das. Da kannst du nicht meckern. So. Führerstand deaktivieren. Erstmal hier alles ausmachen. Zack, zack. Und dann Schlüssel raus. Liebe Fahrgäste, im ÖPNV gilt die 3G-Regel. Bitte tragen Sie eine FFP2-Maske. Vielen Dank. Wir lassen euch ran rein. Türen schließen. Guten Morgen. Arschloch. So. Jo, passt. Ja, ZZA werde ich jetzt nicht umstellen. Die Mühe mache ich mir nicht, mein Schwänzewold. Denn die, ZZA meistens sowieso erst umgestellt wird, wenn hier laut 5.14 Uhr, wenn ich laut 5.14 Uhr die Türen freigeben darf. Ja. Das meine ich nämlich, ne? Die Türen sind offen, Fahrgäste stehen rum, aber sie steigen nicht ein. Sie steigen halt wirklich erst ab 5.14 Uhr ein. Ja, na gut. Ich weiß nicht, ob das nicht anders machbar gewesen wäre. Ich meine. Wäre aber cool gewesen, wenn die Fahrgäste so zwischendurch einsteigen würden, wie in Omsi, weißt du? Ich meine, da. Aber hier funktioniert es halt leider nicht, ne? Das ist dann halt schade. Das sieht nämlich beknackt aus. Wenn an manchen Stationen Menschenmassen stehen und sie steigen nicht ein, sondern erst auf der letzten Minute, wenn es kurz vor Abfahrt ist, ne? Also. Ja, es ist halt wirklich schade. Können wir hier durchgehen, von innen nochmal anhören. Es klingt schon Baba. Ja, also es klingt schon geil. Vielleicht, lassen wir mal die KI übernehmen, ab kurz vor Coswig, dass wir uns mal als Fahrgast hinsetzen. Weil das hörst du ja auch. Also, ne? Also ich finde den Sound geil. Also da nochmal ein großes Dankeschön an Justus. Also das ist wirklich, das gefällt mir. Ich weiß nicht, ob Justus auch für Train Simulator Sound Mods macht. Ich glaube nicht, ne? Weiß gar nicht, ob Justus Train Simulator hat. Doch eigentlich schon. Aber so ein Talent Sound Mod würde ich auch fühlen im TS, ne? Aber vielleicht ist es dort wieder schwieriger umzusetzen. Ich weiß es nicht.
Gut, es gibt ja auch von Morphin Soundmod, es gibt ja auch einen Soundmod von Linus. Bei Linus ist halt aktuell das Problem, dass er halt nur zu halbfertig ist, also dass das halt von außen nicht funktioniert, der Soundmod. Aber gut, ne? Ach komm, ich stelle es trotzdem ein. So. Nicht irritieren lassen. Leipzig. Leipzig. Wir fahren nach Leipzig. RE50 nach Leipzig. Ne. Dresden Mitte. Dresden Neustadt. Radebeul. Ja, ab Radebeul Ost können wir ja die KI übernehmen lassen. Dann lassen wir sie mal bis nach Coswig fahren. Ja. Um halt mal den Sound in der Fahrgastperspektive mal anzuhören. Ja, genau. Jetzt, jetzt darf ich die Fahrgäste ein- oder aussteigen lassen, ne? Aber jetzt haben wir momentan diesen wunderschönen Effekt. Es will gar keiner mit. Toll. S3 nach Dresden. Ohne S-Bahn. Eine Leerfahrt, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ja. Ich weiß nicht warum, aber auf Dresden-Riesa existiert die Oberleitung hier noch. Aber auf Dresden-Chemnitz existiert die Oberleitung hier nicht mehr. Ab hier ist Schluss. Ja, also keine Ahnung warum. Ja, deswegen ist auch schön der Stromabnehmer gehoben. Ich glaube, der war eben da unten, oder? Ich weiß nicht. Ne? Wunderschön. So. Ja, so was wie Serviceblick und so werden wir heute nicht so großartig machen, weil... Ja, man kann halt nicht aus dem Fenster schauen, ne? Man kann halt nicht aus dem Fenster schauen, ich weiß nicht. Eigentlich könnte ich ja auch mit den Pfeiltasten, dann müsste ich ja erstmal richtig hin und her schalten. Das ist dann auch wieder nicht so der Effekt. Naja. Gut. Ich werde jetzt wieder mein Mikrofon stummen. Und ihr könnt den Sound genießen. Und wir hören uns dann in Dresden Mitte wieder. Ich glaube, wir hatten vorhin einfach nicht die Federspeicherbremse richtig gelöst, kann das sein? Egal. Bis gleich.
Herrlich. So. Ich würde gerne versuchen, mal mit offener Tür zu fahren. Um mal den Sound nochmal so zu hören. Können wir mal ausprobieren. Bis Dresden Neustadt. Mal gucken. Müsste eigentlich gehen, ne? Ey! Das ist fake. Geht einfach die Tür selber zu. Ja, nee. Es gibt eine Anzeige. Karin! Mach mal was. Das gibt eine Anzeige. Aber sowas von. Das geht nicht. Naja, egal. So. Vielleicht können wir ordentlich beschleunigen, ne? Und genießen, genießen, Leute, genießen. Ich sag mal lieber nichts zu, ne? Train the World macht's möglich. Nee, das kannst du keinen erzählen. Also, das ist. Naja, egal. Hast du übrigens die Notbremse von außen mal gehört? Hat gerade gepasst, weil dieser komische Typ meinte, fast am Gleisbett lang Richtung, ne, Bahnsteigkante da zu laufen. Der Idiot da. Frechheit.
So, ab hier lassen wir mal die KI fahren bis nach Coswig, damit wir auch mal den Innensound nochmal hören können. Dazu muss ich allerdings die PZB und die SIFA ausschalten, da es sonst zu einer Zwangsbremsung kommt. Aber der Zug wird nicht abgebremst, sondern er fährt mit einem Dauerbiepen weiter. Das ist dann halt, ja, das Unsympathische. So, der Kollege übernimmt. Der Kollege. Super. Der steht ja immer noch rum. Lol. Warum auch immer. Naja. So, wie viel Verspätung haben wir? Eine Minute. Ja, das ist doch wunderbar. Jetzt warten wir nur, bis die KI den Zug übernehmen darf. Ich bin so mal toll, dass es dort mal wenigstens gefragt wird, ob die KI übernehmen soll. Nicht so wie vorhin. Da wurde er einfach übernommen. Schweinerei. Nee. Ich glaube, wir werden vorne sitzen und nicht hier hinten. Trotzdem ärgerlich, dass ich das nicht entkuppeln kann. Naja, egal. Vielleicht lerne ich das auch irgendwann. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. So. Suchen wir uns gleich mal hier ein schönes Plätzchen. Ich würde gerne vorne sitzen. Ja. Glaube ich. Wir könnten ja auch hier so eine Mitte. Ja, wobei hier ist schön laut da, ne? Komm wieder. Ich brauche ein Fenster. Ja, das sieht scheiße aus, ne? Hier so. Ja, hier. Hier gefällt's mir. Guckst du so? Hä? Was guckst du so, hä? Willst du mitfahren? Steig doch in. Meine Güte. Gucken Sie weg. Ich will mich beobachtet, ne? Du bist nicht hübsch. Weg da! Junge, nee, wann fährt der Zug ab hier? Ey, so eine scheiß Bahn hier. Kann aber nicht wahr sein. Immer Verspätung hier. Nee, nee, nee. Fahr doch mal ab hier, Mensch. Ich will zur Arbeit. So meckert die Uschi wieder rum, dass ich wieder zu spät bin. Nee. Wir Sachsen haben es immer schwer. Immer haben die Züge Verspätung hier. Was macht denn der da? Ey, das müssen wir von draußen sehen. Ach scheiße, ich kann nicht. Doch hier aus. Man sehe, er hat sehr, sehr, sehr schwere Arbeit. Ne? Ich fühle mit dir. Es tut mir so leid, dass du so schwer arbeiten musst und auf einem 50 Kilogramm HGH was steht da? Streng ja
Hi Streng 525, was es auch immer sein soll. Ich habe keine Ahnung. Aber er hat viel zu tun. Das ist hier auch so wie so ein kleiner Köpfchen, ne? Intercity! Mit Qualität! Ohne Bordbistro, glaube ich, ne? Gibt, glaube ich, gar kein Bordbistro beim Intercity, oder? In TSW? Ich weiß es nicht. Der hat einen Platten. Kannst du mal arbeiten hier? Ist ja ekelhaft. Geht ja gar nicht. Ja, Prellbegefenia. Ist ein neues Feature, ne? Also, wenn ihr euch wundert, warum existieren hier keine Prellböcke, gerade auch bei der Schmalspurbahn. Ach, guck an, er muss jetzt wirklich auf Intercity. Ich kann es dir gerne erzählen, ey. Wenn ihr euch wundert, warum an einigen Stellen, auch bei der Schmalspurbahn, Prellböcke fehlen, das ist ein Feature. Das kommt bei Train Symbol 3 raus oder Train Symbol 23 raus. Prellböcke hinzufügen ist eine Zusatzaufgabe. Für die einen oder anderen eine sehr schwere Aufgabe, für die anderen eine sehr schöne Aufgabe, ne? Weil. Jo. Interessant. Weil, ja, wie soll man sagen? Es ist halt schwierig, ne? Es ist halt schwierig. Ja? Es ist halt alltags eines Lokführers. Ein Lokführer muss Prellböcke verschieben oder hinzufügen. Hinbauen. Interessant. Ja, das ist Alltag des Lokführers. Nicht nur immer sanitär, also Erste-Hilfe-Koffer aufstellen, Plakate hinstellen, Spraydosen einsammeln, Müll wegbringen, Gartenzwerge anmalen, Fahrräder reparieren. Nein! Die Hauptaufgabe liegt auch für Prellböcke, ja? Bin mal gespannt, wann man irgendwann hier die Frauen hier, ne? Ne? Bezahlen kann. Mit Dingen, ne? Mal gucken, was sonst noch so Schönes kommt. Ich meine, ist ja oft Arbeit eines Lokführers. Ja. Ja. Wenn ihr mal zum Beispiel am Bahnhof seid, in echt, und ihr seht gerade einen Lokführer, der gerade gleich auf seinen Zug wartet zum Übernehmen, oder sei es ein anderer Lokführer, der gerade aus dem Fenster guckt, einfach mal Dankeschön sagen. Dankeschön dem Lokführer sagen, dass er immer den Müll wegbringt, dass er immer dafür sorgt, dass es einen Erste-Hilfe-Kasten gibt, der dafür sorgt, dass er Plakate aufhängt, der dafür sorgt, dass eure Fahrräder repariert sind. Ne? Einfach mal Dankeschön sagen. Ja. Macht das bloß nicht, der fühlt sich verarscht. Ist so laut DTG. Ne? Ja, wobei, das ist laut Stand Rivet Games. Ne? Bei Rivet Games, weil in der Schweiz ist es so, die Züge fahren da nie pünktlich. Das ist alles nur Geschichte, das ist Humbug, ja. Das haben wir ja aufgedeckt, ne? Spätestens auch bei Maverick im Stream. Die Schweizer Bahn ist nie pünktlich. Das ist so. Ja, das ist einfach so, das wurde einfach nur so erzählt. Denn in Wirklichkeit gibt es keine Menschenseele in der Schweiz, der Fahrräder repariert, ne? In Wirklichkeit reparieren die Lokführer eure Fahrräder. Also wenn ihr mal einen Platten habt, geht zum Bahnhof in Luzern, klopft an der Tür und sagt dem TF, Hallöchen, ich habe einen Platten, können Sie mal bitte reparieren? Er macht sofort, ne? Es wird zwar nur angezeigt, dass der Zug pünktlich fährt, aber die höchste Priorität hat das Fahrrad. Das Fahrrad ist wichtiger als die Pünktlichkeit. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist nämlich sehr wichtig. Ich muss hier rumlaufen, sonst übernimmt er nicht. Anscheinend. Das ist so. Also immer schon merken, ne? Ein Lokführer fährt nicht nur Züge, er repariert auch Fahrräder. Er sorgt dafür, dass sie auch pünktlich zur Arbeit kommt mit dem Fahrrad.
Interessant, dass immer noch eine Minute Verspätung dran steht, ne? Sehr interessant. Wir könnten ja eigentlich schon mal ein Thumbnail machen. Ah, guck mal, wir hängen mal was auf hier. Alltägliche Arbeit eines Lokführers. Ich habe noch nie so einen Sanikasten an einem Bahnhof gesehen. Es ist so, ne? Also ohne Scheiß. Würde sowas in der Realität dort sein? An einem Bahnhof. Was noch nicht mal ein Hauptbahnhof ist. So ein kleiner Kaffbahnhof wie hier. Das hält noch. Das bleibt noch nicht mal für eine halbe Stunde da hängen. Das wird geklaut. Kannst du mir doch nicht erzählen. Können wir was am Stromkasten machen? Nö. Irgendwann wird es auch so kommen, dass wir auch noch für die Stromversorgung verantwortlich sind. Ne? Also wenn irgendein Stromkasten kaputt ist und die Hälfte der Straße hat Stromausfall, dann sind wir auch noch Elektriker und reparieren den Strom. Damit die Leute Strom zu Hause haben. Ist auch eine wichtige Aufgabe eines Lokführers. Ne? Wird immer verschwiegen, aber jetzt wisst ihr die Wahrheit. Es ist einfach so. Ja, es ist einfach so. Die Lokführer haben es nicht einfach. Wobei, die müssen sich auch ziemlich verarscht vorkommen. Jetzt haben wir ein Problem. Wir sind gerade hier. Wir könnten den Zug nicht mehr kriegen. Das wäre jetzt scheiße. Schaffen wir das? Nee, das schaffen wir nicht. Nein. Weil das Problem ist, bis wir wieder am Bahnsteig wären, unser Zug wäre abgefahren. Verdammt. Ja, dann geht die Folge halt länger. Dann quatschen wir noch ein bisschen, ne? Dann quatschen wir noch ein bisschen. Ich bin der Profi. Ich bin der Profi. Naja. Aber auf jeden Fall eine wirklich sehr schöne Soundmod. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Klingt wirklich baba. Also richtig geil. So, gleich kommt hier eine S-Bahn reingefahren. Die S2 oder S1. Ich glaube, das war S2. Nein, es war die S1. Naja. So, wir müssten eigentlich auch schon Verspätung haben, ne? Es geht immer noch eine Minute. Kannst du keinen erzählen. Ja, auch bald unsere Aufgabe, wir müssen Snackautomaten auffüllen. Ich freue mich. Die steht hier immer noch hier rum, ne? Was ist ihre Mission? Nochmal? Bin ich jetzt doof? Sag mal, kam nicht vor 2 Minuten erst ein Intercity hier lang gebrettert? Er sag mal. Hä? Da fährt ein Intercity? Da fährt der Intercity? So, vorhin war ja auch noch ein Intercity. Respekt, 3 Intercities innerhalb von 10 Minuten. Boah. Ja. Alle wollen Richtung Riesa, Leipzig. Und Richtung Leipzig. Ja. Na, endlich, ey. Saftladen hier. Jetzt guckt sie blöd. Warum ging jetzt die Tür zu? Das geht nicht. Hau ab! Weg da! Guck mich nicht an, ich bin mich beobachtet. Geht. So, ich halte jetzt meine Klappe und ihr genießt jetzt den Sound, bis wir in Goswick sind.
So, da sind wir auch in Cosmic angekommen. Ein bisschen den Lokführer ärgern. Oh nee. Nee. 12 Minuten. Naja. Wow, der hat halt erwarten. Wow. Ich doch dort warten können, ey. Meine Güte. Der hätte doch warten können. Am Bahnsteig und die Türen offen lassen können. Aber nee, ist jetzt zu viel verlangt, ne? Katastrophal, ey. So, wo fährt denn der Schnuckelputz hin? Nach Dresden, auch super. Ebenfalls mit Soundmod von Justus. Ich gehe in die erste Klasse. Na, hier ist gar keine erste Klasse. Bleib ich hier. So. Ich weiß nicht, was ihr jetzt macht. Aber ich habe jetzt Feierabend und fahre jetzt wieder zurück nach Dresden. Und ja. Genieße meinen Tag. Ihr natürlich auch. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, trotz der vielen Pannen, die wir heute hatten. Leider Pannen. Ich kann euch die Soundmod nur empfehlen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Lasst mal eine Bewertung dort im Resim-Forum. Ist wirklich richtig hammergeil gemacht. Vielen Dank an Justus. Und ja. Dann sehen wir uns irgendwann wieder in TrainSimulator 2 zu einer neuen Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Macht's gut. Euer TrainHomeCTV. Auf Wiedersehen. Tschüss.